Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise ist in diesem Karton noch ein weiterer Karton, wo die Box drin ist. Look Fantastic Beauty Box hat sich aber überlegt, sie möchten etwas nachhaltiger werden und deswegen haben die ein bisschen umgestellt, sodass das hier jetzt schon die Box ist, ja. Und ich habe sie einfach schon mal aufgemacht und ich habe auch kein Heftchen hier drin gefunden. Es geht wohl um Valentinstag, ne? Irgendwie so ein bisschen Liebe, Fliebe, Lemon, Kliebe, was? Keine Ahnung. Ich guck mal, dass ich euch die Preise auch eingeblendet bekomme. Ich habe jetzt so ad hoc hier nicht irgendwie ein Motto oder sowas Cooles. Das ist irgendwie ganz verrückt. Leute, ich habe gesucht und give a little more love. Ach, guck mal, hier ist ein QR-Code drauf. Den könnte ich mal scannen, ne? Read this month's Beauty Box Magazine to get inspired by all your latest products, tips and tricks. Scan me, steht da. Ja, dann zücken wir doch mal entspannt unser Handy und scannen den QR-Code. Schauen wir mal, ob mein Handy das hinkriegt. Weil manchmal ist es halt so, dass man dann ja, na komm, wow, nicht Porträt, dass ich die Box dann irgendwie eher bekomme oder nicht eher bekomme. Wobei, das ist jetzt ja keine Kooperation. Ich habe die selber im Abo, zahle 15,50 Euro pro Monat und pro Box. Und die kostet zwischen 15,50 Euro und 20 Euro, je nachdem, welche Abo-Variante man wählt. Die kommt aus England und ist ja eine schöne Box, die ich schon länger im Abo habe, ne? So, hier haben wir nämlich auch, ja moin Sammy, das Beauty Box Magazin und Give a Little More Love ist hier auch wirklich das Motto. Okay, jetzt habe ich es, ne? Das ist etwas mehr Liebe. Die Frau hier drauf ist wunderschön, hat einen richtig tollen Teint und einen mega glowy goldenen Highlighter, den ich hier drin jetzt nicht so unbedingt sehe. Das Magazin hätten sie jetzt natürlich auch vielleicht mal auf Deutsch machen können, haben sie nicht. At Look Fantastic, we are passionate, ja, bla 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 bla. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Schatzi ist kurz mit Julius einkaufen. Schön. Und da sind jetzt auch so ein paar Geschichten noch mit drin. Also so ein paar Interviews und so. What's in the box? Reuse, recycle, refill. Also ich werde diese Box auch weiterverwenden. Wenn ich Verlosung mache, ist es halt dann eine Versandbox für mich, ne? Das nehme ich dann auch immer ganz gerne. Die Preise sind hier in Pfund. Das heißt, ich werde euch das mal umrechnen. Und dann schauen wir mal, ob ich, doch, hier sind 6 Produkte abgebildet, 6 Produkte sehe ich in der Box, die sind dann auch entsprechend hier drin. Ich gucke aber mal, ob ich hier vielleicht einen Spoiler für nächsten Monat drin habe, weil das gebe ich auch gerne dann immer an euch weiter, weil in der Infobox habe ich euch auch so einen Code mit reingeschrieben, damit bekommst du die Box dann auch ein bisschen günstiger, ne? What's coming up? Oh, das sieht mir nach, ja, Physicians Formula Rosé All Day Petal Glow ist hier drin für 14,99 £. Ist ehrlich gesagt ein recht dunkler und ziemlich glitzernder Highlighter. Ja, aber den werden wir drin haben. Der ist in so einer Rosenoptik, was dann natürlich zum kommenden Frühling passt. Na, Sammy, möchtest du heute unter den Tisch? Gönn dir. So, und falls du Bock hast, wie gesagt, gerne meinen Code. Ich glaube, Claudia-RSQ ist das. Das ist ein Freunde, werden Freunde-Code verwenden. Ich starte jetzt mal. Von Umberto Giannini habe ich Banana Butter Repair and Restore Leave-In Conditioning Styling Butter for Dry, Frizzy and Textured Hair 100 ml. Ich mag gerne Bananenduft. Ich esse auch jeden Abend eine Banane oder eine Kiwi oder was auch immer halt, ne, in meinem Joghurt. Aber ich mag nicht gerne Haarstyling. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin nicht so die Styling Queen. Das riecht unfassbar gut. Und es sieht aus wie sehr gelbes Bananenpüree. Oh, ich mag das. Oh, ja, aber das ist halt nichts für mich, ne? Wenn das jetzt irgendwie eine Kur wäre oder so, würde ich das hart feiern. Ja, aber ich benutze halt keine Styling-Geschichten, deswegen Joggegau. Dann von Grown Alchemist haben wir was hier drin. Ich glaube, dass das hier die Sneak Peek vom letzten Mal war, oder? Age Repair Intensive Moisturizer. Das ist eine, ja, Anti-Aging Feuchtigkeitscreme, Phytopeptid, weißer Tee-Extrakt, 12 ml. Ja, gönnt euch hart, ne? Das ist schon eine Marke, die man sich mal angucken kann. Ich glaube, eine Handcreme hatte ich mal von denen, die so teuer war. Ja, das ist ein kleines Typchen hier, ne? Ja. Ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Wird dann fürs Gesicht sein. Und
Hier ist noch ein QR-Code, da kann man sich noch ein bisschen mehr zu holen. Hier, sustainable oder suitable for dry skin types. Ich bin trockene Haut und ja, das passt. Rich Age Repair Moisturizer. Und Peptidkomplex finde ich sowieso immer ganz gut. Da habe ich ja auch durch meine Kooperationspartner immer ganz gute Produkte, die auch Peptide enthalten. Ne? Schön. So, dann habe ich hier von Monio Skin, kennen wir durch die Goodie Box. Beauty Balm Brightening and Tightening Proteine sind hier drin. Okay, alle Hauttypen geeignet. Aua, das war der Tisch und mein Musikknochen, das ist fies. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist auch fürs Gesicht. Das ist aber ein bisschen viel fürs Gesicht. Apply a small amount to clean dry skin. Using a pressing action, apply to face and neck over the top of your moisturizer. Over the top of... Ja, das ist auch wirklich wieder doppelt gemoppelt, hält besser, Leute. Ne? Ich meine, gut, du kannst erst den Moisturizer verwenden und dann dieses Dings, aber ein bisschen viel. Vielleicht ist das aber auch... Nee, da steht nichts mit... ich meine, gut, Sätze anfangen und dann zu Ende sprechen ist manchmal gar nicht so leicht. Hier steht nichts davon drauf, dass man das irgendwie als Primer verwenden sollte. Und Monio Skin hat ja auch separat Primer im Angebot. Hier steht nämlich auch Radiance, also das soll Strahlkraft machen, der Moisturizer soll Feuchtigkeit spenden. Ja, aber ich finde, das ist doppelt gemoppelt. Also, Dann gucken wir mal weiter. So Echo, ein Marshmallow-Sponge. Den finde ich süß. Limited Edition, also quasi ein Schwämmchen, ein Beauty-Schwämmchen, feiere ich immer. Finde ich immer klasse, weil ich verwende gerne Schwämmchen. Und weil ich mich halt recht häufig schminke, ist es natürlich so, dass die Schwämmchen auch irgendwann Fratze sind und dann brauche ich halt neue. Ne? Die gehen dann ja auch immer, nachdem ich nicht geschminkt habe, in der Wäsche. Also erst Handwäsche und dann unten Wäsche. Also in der Waschmaschine. Der ist süß. Guck mal. Ja, fühlt sich auch schön weich an. Doch. Ich hatte mal von So Echo einen Schwamm. Der ist gammelig geworden. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Und da war das in so einer Mystery-Box drin. Der war echt eklig. Und ja, dann hoffen wir mal, dass der hier nicht vor sich hin gammelt. Ne? Und nicht zu sehr öko ist. Das ist nämlich manchmal dann das Problemchen. Dass wenn man dann so aus Naturgeschichten sowas hat, dass es dann irgendwann einfach i wird. Ja, easy to use, can be used wet or dry. 895 trees planted from this beauty box. Oh, guck mal. Da hat Look Fantastic So Echo dann scheinbar unterstützt. Ist auch mal ganz nice. Dann habe ich hier noch dekorative Kosmetik drin. Das ist einmal von Nude Sticks Magnetic Luminous Eye Color. Nee, das war einer Sneak Peek, das weiß ich noch. 2,5 Gramm. Dew Wop ist die Farbe, also dieses Kupfer, was man hier hinten auch sieht. Ich bin halt nicht so der Ultra-Fan von... sowas auf dem Auge, aber die sind halt immer mehr im Kommen, ne? Und Nude Sticks soll ja auch eine ganz, ganz tolle Marke sein. Ich weiß es noch nicht, aber wir haben jetzt in letzter Zeit relativ häufig solche Lidschattenstifte irgendwo mit drin gehabt, ne? Möglich, dass ich die aber alle sammle und dann quasi für mein, ja, mache ich ja auch dieses Jahr wieder am Ende des Jahres, dass ich so einen Mono-Lidschatten-Adventskalender zusammenpacke und dann auch verlose, ne? Weiß ich noch nicht. Also ich bin halt so ein Lidschattenpaletten-Fan. Ich mag das gerne, dass ich Auswahl habe und dass ich so damit spielen kann und so. Das ist mehr so meins. Dann habe ich hier noch als letztes Produkt etwas drin. Stainiac von The Balm. 1,7 Milliliter Hint of Tint for Cheeks and Lips kennen wir, ne? Von Benefit und so. Ja, nee. Also das hatten wir auch, glaube ich, mal in... Das war doch diese Mary Poppins Limited Edition von der Glossy Box, die dann auch irgendwie uns mega verfolgt hat, wenn man dann irgendwelche Glossy Bundles oder so gekauft hat. Das weiß ich noch, denn ich hatte ziemlich häufig diese Edition und da war auch so ein Vieh drin. Ja, weiß ich noch. Habe ich ausprobiert, fand ich jetzt auch nicht so fancy. Ja, nee. Nee, also dieses Mal... Also es sind eigentlich sind es coole Produkte, eigentlich. Aber mich persönlich hat das jetzt nicht so mega umgehauen. Keine Ahnung warum. Aber ich bin gerade nicht so geflasht davon. Weiß ich nicht. Eigentlich ist der Schwamm toll. Das ist auch von der Idee toll, dass wir ein Lippen- und Cheek-Produkt mit dabei haben. Eigentlich voll die gute Box, ne? Auch Haare und was fürs Gesicht. Aber irgendwie bin ich gerade nicht so... Keine Ahnung warum.
Naja, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Ja, und ansonsten, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!